Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Resident Evil Nummer 7. Wir sind ja da vor der Tür, die sich selbst verschließt. Was mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge bereitet hat. So dass ich sagte, ja, mich kann man einliefern. Nach dem Spiel. Ich glaube jedoch, das wird definitiv vor dem Spiel noch sein. Okay. Da kommen wir eh nicht mehr durch. Habt ihr die Schritte vorhin übrigens auch gehört? Genau diese. Egal. Okay. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und wir gehen durch die Tür. Resident Evil. Hallo? Bleib fort. Alles klar, ich gehe schon wieder. Tschüssikowski. Nee, Spaß beiseite. Wer hat das vorhin gesagt? Wir müssen doch dahin. Kerze in der Nacht. Komm, zeig uns den Weg. Ah. Meine Güte, auf der Aufnahme sieht man es besser als ich hier. Oh, ein Ball. Schön. Schauen wir mal rein. Boah. Ist eine richtige bedrückende Stimmung hier. Bleib fort. Geh nach Hause. Mal gucken. Doch, Aufnahme läuft. Sehr gut. Das ist ein offensichtliches Puppenhäuschen. Oh. Okay. Ah, hier. Hess. Ah, sind wir hier? Wir sind hier. Da hier ist der Gang und hier sollte dann in dem Fall irgendwas sein. Okay, ja, wenn man es nicht weiß, kann man das übersehen. Guck, guck. Ah. Oh, das ist dann wohl die D-Serie vom Arm. Die D-Serie. Die Serie. Yeah. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Ja, und wie der aussieht. D-Serie Arm. Richtig gruselig. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber meine Fresse nochmal. Thank you.
hat jemand gemalt. Das war vorhin nicht da. Kommst du rein? Ich hab noch 3 Schuss. Hör auf! Hör auf! Meine Fresse! Das bringt nichts. Die Melodie ist weg. Da bin ich zufrieden. Dadurch jetzt. Da. Okay, schnell. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Zurück. Nee, schnell weg. Lauf ich den rechten Weg? Ich glaube ja, ich glaube ja. Oh mein Gott. Das ist alles so still hier. Bin ich da? Ja. Ai, sorry. Warum immer in diesen Momenten? Ja. Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Können wir? Wird schon klappen. Wenn alles klar. Haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Oh, Wohnwagen. Alles klar. Es ist so still. Auf dem Weg bin ich zufrieden, auf dem anderen Weg ist es zu still, meiner Meinung nach. Schnell laufen, einfach zum Wohnwagen, fertig. Mag da nicht mehr lange warten. Sie wartet im Wohnwagen. Dann gehen wir zum Wohnwagen. Och nee. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Okay. Hallo, Zoe. Wo zur Hölle bist du? Ja. Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich vorher eine Auszeit verpasst habe. Lukas. Und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Nee. Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Alles klar. Was denn? Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge. Die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne Partner. Oh, Partner. Dass du mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Oh mein Gott. Ich meine, was ist da drin? Da. Das war der BH. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Missstück.
Ich verstehe nur gleich Bahnhof. Das ist ein Kopf, das habe ich nämlich noch gedacht. Aus dem Kopf kommen Zähne. Okay, Lucas ist ja ein totaler Vollhorst. Wir werden in den Zerlegungsraum müssen. Irgendwas wartet dort auf mich. Aber nicht ohne meine 44er. Der Arm nehme ich natürlich nicht mit. Natürlich nicht. Oder sollte ich denn? Nee. Uns fällt ja auch noch der Kopf. Und ich denke nicht, dass der Kopf dort ist. Granatenwerfer hat keine Munition. Schade. Pistolenmunition machen wir rüber. D-Serie Arm. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Wir haben noch drei normale. Starke flüssige Chemikalien. Nehmen wir rüber. Ich habe das Gefühl, damit können wir nicht. Okay. Dann eben nicht. Moment. Das geht weg. Flüssige Chemikalie, Skorpionschlüssel, Kraut. Schatzfotokurbel, Krähenschlüssel. Okay, wir gehen mal das Schwein suchen. Und hoffentlich. Moment. Ja. Wir gehen das Schwein jetzt suchen. Und hoffentlich finden wir dazu noch ein bisschen Munition für unsere kleine Magnum oder Schrotti. Weil die zwei sehen wirklich shit aus. Welcome to Paradise. Das ist neu. Okay. Der lässt hier schön fetten Sound laufen über seine Boxen hier. Da steigt eine Party drin. Woohoo. Mal schauen, ob wir hier draußen noch irgendetwas finden. Im Haus schaue ich dann auch nochmal speziell drauf. Oh, ein Kraut. Auf jeden Fall mal ein Kraut. Das ist nicht schlecht. Da ist doch sicher auch was versteckt. Spaltmittel. Schön. Ne, da scheint nichts mehr zu sein. Okay, wir gehen mal in den Zerlegungsraum. Das Schwein wartet ja dort. Wir schauen uns mal den Zerlegungsraum an. Vorerst speichern wir aber. Irgendein Schwein. Oh, ich habe noch zwei Psychotonikum. Schön. Beide rüber. Werden wir hier benötigen. Schnell speichern. So. Sauber. Soll ich jetzt schon das Psychotonikum benutzen? Ich bin mir jetzt dann ruhig. Ich weiß es. Draußen ist was, aber da unten ist gar nichts. Mist. Wo ist denn hier das ganze Licht hin? Das sah vorher auch noch anders aus hier. Bisschen. Weg damit.
So. Okay. Ich vermisse das Licht hier drin. Meine Magnum. Ich habe so das klitzekleine Gefühl, dass sie hier unten dann nicht mehr alleine sind. Oh, cool. Antike Münze. Ah, Mist. Kraut, tut mir leid. Du musst weg. Ja, eine antike Münze. Jetzt ist es weg. Okay, cool. Bisschen was haben wir zusammen geforstet. Boah, die Dunkelheit hier macht mir richtig zu schaffen, die bedrückende Situation. Was haben wir wohl im Zerlegungsraum vergessen? Deputy! Geht es jetzt schon weiter mit dem Deputy? Oha! Oha! Das Bullenschwein, natürlich. Ich hoffe es jetzt mal. Oma ist wieder da. Na Tagchen, Omi. Du bist aber hier allein im Dunkeln, ne? Was macht die Omi hier drin? Die kann doch nichts dafür. Auf jeden Fall der Deputy. Ich würde gerne eine Tür offen halten. Weißt du? Schließt Gott ein Fenster, ist eine Tür offen. Komm schon. Ich habe eine Magnum. Und ich habe eine Lampe. Deputy, ich habe dir doch gesagt, ich schieße nicht mit deiner Waffe auf dich. Deputy. Oh! Fuck! Oh, Baby, bam! Habt ihr das gesehen? Oh, was für ein Schuss. Schön. Gesundheit geht's prächtig. Jack? Jackie Boy? Komm schon!
Boah, fuck. Das ist jetzt ein Witz, ne? Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Es tut mir so leid. Nein. Ein abscheulich süßes... Was? Süßer Gestank. Er fängt schon zu verwesen an. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Okay, sie werden ihn nicht wiederbeleben. Was sind das für Soundanlagen da? Okay. Schlangenschlüssel. Geil. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Alles klar. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Ich habe meine Magnum. Aber zuerst... Komm schon, bisschen. Verdammt. Okay. So kann man es auch handeln. Boah. Schön. Schöne Sache. Ich habe natürlich keine Schrotmunition mehr. Traurige Sache, aber wahr. Wir nehmen noch ein Pillchen rein. Komm. Oh, verdammt. Nein! Und für was? Für eine scheiß Munitionsverschwendung. Oh. Ja. Also ich muss sagen, die Magnum, die fetzt ganz schön rein. Noch zwei Schuss habe ich für die. Da ist eine Schlangentür. Das war's. Ah, okay. Okay, gut. Alles klar. Check, liegt der noch schön? Ich komme gar nicht runter. Nein, ich komme nicht runter. Na gut, egal. Jack wird wohl schon noch unten liegen. Strom ist auf jeden Fall weg. Ah, hier. Nee, Moment, hier. So. Ich will nicht hinten Fuck! Oh, meine Fresse! Oh, nein! Oh, gerade wieder auf dem Stuhl rumgerutscht. Zum Glück hat es hier einen Safe-Raum. Ah! Puh, speichern wir hier mal ab. Auf die 2. Und dann auch noch gleich auf die 1. So, speichern wir.
Das war jetzt doof. Okay, Magnum hat noch 2 Schuss. Traurige Sache, traurige Sache. Was können wir noch loswerden hier? Wo ist die andere Schlangentür? Das ist wohl die bessere Frage. Moment. Schlangentür. Schlafzimmer der Eltern. Was ist das da? Legende. T. Was ist das? So ein komisches kleines Schlüsselloch. Kleines Schlüsselloch. Verschlossene Tür. Okay, Schlangenschlüssel. Kinderzimmer. Schlafzimmer der Eltern. Kinderzimmer. Ah, okay. Gehärtete Munition. Okay, bis jetzt ist ruhig. Komm schon. Nein. Was mag der aushalten? Hört auf! Ich habe ja gespeichert. Ich habe ja gespeichert. Komm. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Heilige Scheiße, nein. Kommt noch ein bisschen näher. Okay. Derbe Verfolgung. Magnum. Komm. Da kommt er wieder. Komm. Ich bin hier. Komm schon. Komm runter. Zeig dich. Er kommt von hier. Was? Der bleibt liegen, ne? Der bleibt liegen. Alles klar. Das Kinderzimmer ist hier drüben. Hey, dich habe ich weggemessert. Die Oma ist schon überall. Wer trägt die Treppe hoch? Hier müssen wir dann im Kinderzimmer sein. Ne? Zeiger bewegen. D. Moment. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Jetzt brauchen wir eine Uhr. Na gut, okay. Dietrich, schön. Leer. Weniger schön. Unterm Bett. Nichts. Die Oma macht mir am meisten Sorgen. Die Oma macht... Hau mal ab, Oma. 1980. Jack tritt den Marines bei. Okay. Ich denke, Jack war vorher
bevor er diese Verwandlung aufnahm. Oma! Wie kann ich... Ah, wahrscheinlich, wenn ich den Zeiger dann richtig rumbewege. Schnell Heilung. Was geht denn da ab? Schatzfoto. Da muss ich genug Platz haben dafür. Oh. Die Waffe haben wir sogar nicht. Hallo, dreh dich mal. Ah, kann ja so machen. Haupthaus. Also müsste es ja im alten Haus sein. Am See. Oder? Was meint ihr? Da ist leer. Da ist eine kleine Holzmaske. Da ist... keine Ahnung was. Noch ein bisschen Kraut. Kraut können wir wohl eher weniger gut gebrauchen wie Munition. Cool! Das Platzproblem hat sich gelöst. Ein Schatzfoto mit dem Kopf drauf. In ein Regal mit einem Kopf drauf. Die olle Dame ist immer noch da. Und ich habe einen Rucksack Nummer 2. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß, was wir öffnen können. Ich weiß was. Wenn wir schon hier sind, dann öffnen wir gleich... Ah, das ist das, wo da dran steht. Genau. Dann öffnen wir doch gleich... Schnauze. Hier ist eine Uhr. 3:10. Etwas nach 10:10. 7:08. Cool, eine Uhr. Okay, Moment, dann müssen wir zurück. Zurück. Noch ein bisschen zurück. 3. Hallo? Geht nicht. Moment. 2, 3. Geht nicht. Okay. Dann müssen wir uns noch eine Referenzuhrzeit holen. Schade. Hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn das so richtig gewesen wäre. Da die Uhr da unten. Schauen wir uns auch noch an. Auch die zeigt 10. Ah, Blödsinn. Blödsinn. Die Uhr bewegt sich ja sogar noch. 10:15. 10:15. Jetzt. Boah. Nee. Kannst du die Uhr nicht lesen, Hellfire? Doch, kann ich, aber ja. Ihr wisst, Munitionknappheit und weiß nicht was. Okay, dann gehen wir zurück. Komm, zurück, zurück. 10:15, so. Oh, Baby. Die Oma schaut den lieben Jack an, die weiß, dass er tot ist. Yes. Nein, nein, nein. Oh, nein. Hallo. Das ist schön beleuchtet hier. Das mag ich. Warum muss ich meine Klappe so weit aufreißen? Warum? Das sieht scheußlich aus. Ah. Oh mein Gott. Genau. Sozusagen, ne?
Zugangskarte rot. Können wir nehmen. Hat sogar einen kleinen Ventilator drauf. Schön. Karte Nummer 1 für an die Party. Oh ja. Die verbesserte Munition. Sogar schon 10 Schuss. Schön. Das hat doch ganz sicher einen Grund. Die werden wir gleich benötigen. Hier? Gar nichts. Boah. Boah. Lukas, du kleiner, alter, verrückter Hund. Ich komm und hol dich, Lukas. Hallo? Nein. Oh nein. Los! Lauf! Oh mein Gott! Lauf zurück! Oh mein Gott! Lauf vorwärts! Oh mein Gott, lass dich schlagen! Oh mein Gott, die Treppe! Ja, lauf! Oh mein Gott! Oh. Safe, 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 safe! Ab in den Safe! Oh! Nein! Da könnt ihr vergessen, dass ich das mitnehme. So. Boah. Ich fang gleich an zu sabbern hier. Tut mir leid. Tut mir leid. Wahrhaftig leid. So. Damit ist die Folge hier auch wieder zu Ende. Ich wünsche euch was. Man sieht sich morgen. Tschüssikowski. Ciao.